Hallo, ich bin's, euer Simon. In diesem Video geht's vorab um die Frage, warum ich in manchen Kochvideos nackelig bin. Hat ganz einfach den Hintergrund, dass ich viele Sachen morgens vorbereite, die ich dann im Laufe des Tages essen werde. Das heißt, ich stehe in der Tat 10 Minuten, 15 Minuten früher auf, um mein Essen vorzubereiten. Dann weiß ich auch genau, was ich denn im Laufe des Tages essen werde, dass ich nicht irgendwie gezwungen bin, aus Heißhunger an irgendeine Imbissbude ranzurennen. Deswegen weiß ich halt auch genau, dass es sich für mich lohnt, 10 Minuten früher aufzustehen. An der Stelle weiß ich natürlich auch genau, dass viele meiner Fans sagen werden, dazu bin ich nicht bereit, mein innerer Schweinehund ist morgens noch viel zu groß. Deswegen gibt es heute ein leckeres Rezept, was ihr am Vorabend vorbereiten könnt. Und ihr habt sogar den Vorteil, dass die ganze Sache, wenn sie über Nacht gezogen hat, noch besser schmeckt. Das bedeutet, umso länger das zieht, umso besser wird der Geschmack. Es handelt sich hierbei um den Muskelmacher-Kartoffelsalat. Im Salat-to-go-Shaker hier habt ihr auch noch die Möglichkeit, ein Dressing reinzupacken. Aber das Dressing ist hier schon drinnen und zieht gerade so richtig schön mit den Kartoffeln und so weiter. Alles, was hier noch enthalten ist, ergibt einen richtig leckeren Geschmack. Das Ganze sehr praktisch natürlich auch noch mit Gabel. Also wo ihr diesen Shaker hier findet, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und wie ihr den Muskelmacher-Kartoffelsalat machen könnt, das bleibt natürlich wie alle anderen Muskelaufbautipps mein kleines Geheimnis. Für den Kartoffelsalat brauchst du natürlich einige Kartoffeln hier. Die sind schon vorgekocht und die lassen sich ganz bequem pellen und in Stückchen schneiden. Ist natürlich ganz besonders einfach, wenn du immer vorgekochte Kartoffeln da hast. Dazu brauchst du noch zwei Eier, am besten natürlich in Bio-Qualität. Alternativ ist auch Freilandhaltung in Ordnung. Eine kleine Zwiebel, hier sonnengetrocknete Tomaten, die in Öl eingelegt sind, die haben ein ganz besonders tolles Aroma. Es handelt sich also um getrocknete Tomaten, die in Öl eingelegt sind. Ein ganzes Glas brauchst du dafür nicht, es reichen einige davon aus. Und etwas fettarmen Joghurt, um das Dressing anzurühren. Ganz wichtig natürlich auch fürs Dressing sind die Gewürze, hier zum einen natürlich Pfeffer, zum anderen Salz, etwas hellen Essig, also das ist ein weißer Balsamico-Essig, der hat ein tolles Aroma, der ergibt auch gerade mit dem Joghurt ein sehr gutes Gesamtkonzept, was die Gewürze angeht, und natürlich noch Muskatnuss. Achte dabei immer darauf, dass es sich auch tatsächlich um gemahlene Muskatnuss handelt und nicht um irgendwelche Zusätze, die da noch mit reingepanscht wurden. Gerne werden an der Stelle Geschmacksverstärker und so weiter versteckt, deswegen achte darauf, dass du auch die reine Muskatnuss kaufst. So, das sind die Zutaten, wir legen jetzt auch gleich mal los, das ist eine Sache von wenigen Minuten. So, wir legen jetzt hier ein paar sonnengetrocknete Tomaten aus, am besten immer auf so ein Krepppapier, weil die sind natürlich in Öl eingelegt und schmattern dir sonst alles voll. Und die schneidest du jetzt ganz einfach in so kleine Stückchen rein. Aufpassen, dass du nicht den Finger noch mit zerteilst.
und packst die dann auch mit in den Kartoffelsalat rein. Diese sonnengetrockneten Tomaten bringen auch schon ein bisschen Öl mit sich. Einiges von dem Öl wird natürlich am Ende in dem Crepe-Papier bleiben, aber insgesamt ist es auch nicht schlecht, wenn so ein paar Fettsäuren dann noch mit reinkommen und hier ist ein gutes pflanzliches Öl enthalten. Genau darum geht es natürlich auch am Ende auch für die Verdauung und natürlich für die körpereigene Hormonproduktion, ein paar wichtige Fettsäuren bereitzustellen. So, das kommt jetzt hier auch noch ganz einfach so mit rein. Das Crepe-Papier danach einmal kurz zusammenpacken, die Ölrückstände wegmachen. Ihr seht schon, wie das aussieht, richtig eklig, aber dafür ist ja Wasser da. Wäschst du dir kurz die Hände, dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. So, das gleiche mit den Eiern. Kurz aufschlagen, pellen und auch ein kleines Stückchen schneiden. Gerade die Kombination von Ei und Kartoffeln ergibt ja die höchste biologische Wertigkeit und schmeckt vor allen Dingen zusammen hervorragend. So, ab damit rein in den Kübel. Das Ganze sieht jetzt schon richtig lecker aus. Ja, seht da mal so ein kleiner Statusbericht, sieht schon echt lecker aus. Da kommt jetzt natürlich noch das Dressing dazu, was am Ende den Geschmack ausmachen wird. Dafür nehmen wir ein bisschen Joghurt. Und geben hier den Joghurt dazu. So, und jetzt ein bisschen Essig, mit dem genau das gleiche Spiel. Etwas Pfeffer, hier mache ich mir noch die Mühe. Der Salzstreuer, der funktioniert ganz automatisch. Und dann noch frischer Muskat. Am besten wäre es, wenn du den Muskat ganz frisch mahlst, aber ich habe leider keinen frischen Muskat da, muss jetzt auf den vorgeriebenen zurückgreifen, aber auf jeden Fall davon noch so ungefähr einen halben Teelöffel dazugeben. So, das ganze Dressing jetzt verrühren. Darauf achten, dass sich das gut durchmischt. Ja, so. Wichtig bei dem Dressing ist immer, das Ganze einmal abzuschmecken. Ja, passt. Noch ein bisschen Pfeffer dazu. So. Du kannst an der Stelle auch noch ein paar Kräuter dazu geben, je nachdem, worauf du Bock hast. Da ist noch so einiges möglich und gibst dann das Dressing in den Kartoffelsalat dazu. So. So sieht das jetzt aus. Ein bisschen wie Matschepampe, aber es ist eine total leckere Matschepampe. Am besten ihr lasst es auch noch einen kleinen Moment stehen. Lasst es einfach nur so ein bisschen ruhen, damit es ziehen kann und noch mehr Aroma bekommt. Sogar am nächsten Tag schmeckt es fast schon noch besser. Und gerade so die Gewürze, die Kräuter, die fangen jetzt noch richtig an zu ziehen. Also es schmeckt jetzt schon gut, es riecht auch schon lecker. Aber einen Tag später ist es noch leckerer. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Bereitet euch abends sowas vor. Packt euch das in eine Plastikschüssel rein. Nehmt es mit zur Arbeit oder mit in die Schule, mit in die Uni. Da habt ihr ein richtig leckeres Mittagessen. Und vor allen Dingen, wenn es dann so ein paar Stunden am besten natürlich noch über Nacht gezogen hat, wird der Geschmack sogar noch besser. Alles klar, ist ein super leckeres Rezept. Funktioniert ganz einfach. Gekochte Kartoffeln sollte jeder immer griffbereit da haben. Das ist schon mal die Basis des Ganzen.